Mein Name ist Visavi und ihr seht 16 Bars TV. Wir sind heute unterwegs auf der Record Release Party von Mach One hier im Postbahnhof. Komplett ausverkauftes Haus. 1000 Menschen sind da schon drin. Wir noch nicht, aber das werden wir jetzt nachholen und ihr kommt einfach mal mit. Wir wollen es nicht vordrängeln, also wenn ihr jetzt sagt, wir dürfen, dann. Ja, okay, also gut, danke schön, das ist lieb von euch. Danke. Ihr seid ganz schön spät dran, ne? Schon ein bisschen, ja. Das Konzert hat schon angefangen. Oh nein. Hi, dürfen wir rein? Wir haben hier so Bändchen. Natürlich dürfen Sie rein. Sind schon alle anderen 1000 Leute schon drin, oder? Ja, gefühlt sind auf jeden Fall 1000 Leute drin. Einige gehen auch schon, weil sie schon irgendwie zu betrunken sind oder kommen erst gar nicht rein, weil sie zu betrunken sind. Dabei hat Mach mir im Interview noch erzählt, das sind alles ganz erwachsene, vernünftige Menschen. Die meisten ja, aber ich meine, Ausnahmen bestimmen die Regel, nicht wahr? Oh, guck mal, er hat ein Mach-Gesichtstattoo. Guck dich an. Ist das echt? Also Mach war bei uns 2000 irgendwas und da habe ich schön geschlafen und er hat auf mir geschlafen, mit mir geschlafen. Das war diese Mach kommt zu mir nach Hause Tour, Wohnzimmertour. Genau, innen drinne Tour. Und du warst einer der Glücklichen. Genau, wir haben Bielefeld. Schön, euch kennenzulernen. Mama. Aber es hat schon angefangen. Mama von Mach, ja, genau. Ja, so sehe ich aus, oder? Herzlichen Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Ja, die ersten Stargäste laufen hier schon so rum und trinken Bier, natürlich. Normal, was soll man noch anderes machen auf dem Mach One-Konzert? Ne? Eigentlich müsste es hier so Fässer geben, damit sich jeder einmal so drunter stellen kann. Ich habe schon sehr viele betrunkene Menschen hier getroffen. Ja, unfassbar. Ich habe auch schon gesehen, wie 2-3 Leute hier rausgeflogen sind, obwohl das Konzert noch nicht mal angefangen hat. Aber das ist normal bei Mach One. Der wollte mir ernsthaft verkaufen, dass seine Fans voll die erwachsenen, vernünftigen Typen sind. Nein, also ich war ja mit Mach auf Tour bei der letzten und nee. Also die ballern gut. Ja, Sadi Jen, PTK, auch hier am Start. Hi. Taschen. Seid ihr Kumpels von Mach oder seid ihr Kollegen? Was seid ihr? Ja, Kumpels. Mach One. Du hast eben eine ganze Tour mitbegleitet. Wie wahnsinnig ist so ein Abend mit Mach One? Naja, es wird viel gepokt. Du darfst dich nicht in die ersten 10 reinstellen, ansonsten stinkst du nach Bier, weil du komplett Dusche bekommst. Deshalb würde ich immer sagen, wenn man so ein Mädchen ist, eher lieber ein bisschen weiter hinten. Sie hat so coole Schuhe an. Entschuldigung, darf ich dich kurz ansprechen? Hi. Vielleicht hast du schon das Album gehört, MACH. Ist heute. Ich bin heute Nachmittag nach Hause gekommen. Eigentlich wollte ich einkaufen, dann steht es an der Tür und dann war der Postbote da und macht das Album. Und ist es eine, ist es eine Überraschung, ist es eine Enttäuschung, ist es toll? Ist es ist geil. Also es ist definitiv geil. Ist natürlich anders als die alten Sachen, aber es ist echt geil. Klar, und man kann nicht erwarten, dass man jetzt Freakshow bekommt, weil 7 Jahre... Klar, aber es ist mega geil. Und bist du also schon seit Tag 1 dabei, oder was? Tag 1 nicht unbedingt, aber schon seit längerer Zeit. Auch als Mach in den Medien noch gar nicht am Start war, kannte ich ihn schon so. Dann, achso, ist dein Bier schon da? Mein Bier ist schon da. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Bier scheint hier heute einfach das Hauptnahrungsmittel zu sein. Ja, was sonst? Weil du ja auf dem Mai of Style schon bewiesen hast, dass du gut darin bist, Adjektive aufzuzählen und Dinge zusammenzufassen. Was fallen dir denn spontan so für Adjektive ein zu Mach One? Zu Mach One? Ja, super, entspannt, völlig entspannt, jetzt Vater geworden, Kreuzberg 361, 361 Bassbox, Oldschool, Urgestein, Boom, za, YouTube, au, Facebook, Junkies, za, Anubis, Zamunda, Siddhartha, Mitikaya, Gautama, Galapagos, Sudokus, Aurora, Zacharias, Gent, Boom. Ist schon irgendwas auf der Bühne passiert, was ich verpasst habe, was ich wissen müsste? Eigengesehen. Warum nicht? Stehst du die ganze Zeit an der Bar oder was? Ja. Akte. Kann man lesen, Akte, ja. Sehr gut. Mach sein, Bester. Ich sage nur Terror. Ha? Oh, hi. Oh. Hallo! Hi! Wie heißt Hallo, du denn? Ich bin der Phil! Hallo Phil, wie heißt du überhaupt? Ich bin Mulk. Was kannst du zu Machs Bühnenperformance sagen? Was macht ihn besser auf der Bühne als vielleicht andere Rapper? Warum kommen hier 1000 Leute? 1000 Leute, seine Hauptstadt Berlin, wa? Es ist seine Heimat, ja. Und
Allein, was willst du besser machen? Was kannst du besser machen? Jeder probiert so, sich zu verkaufen, wie er für richtig hält. Und Mach es jetzt auf seinen Erfolgsweg, ja, sag mal. Und der Akte, das ganze Programm TLB, also das läuft. Also, alles legal, auch jugendfrei läuft. Also. Wo kommst du her? Du hast so einen Dialekt. Ich komme aus Franken. Bist du extra aus Franken hergekommen? Ja, ja. Weil du der größte Mach-One-Fan der Welt bist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, auf jeden Fall, Alter. Was ist dein Lieblingslied von Mach-One? Na, ganz klar, herzlich willkommen in 361. So hier, Giovanni kenne ich doch noch. Hi. Visa, die Freiheit nehme ich mir. Kennst du noch die Werbung? Klar. Kennst du noch die Werbung? Visa, die Freiheit nehme ich mir. Mit der Frau mit dem schönen Bikini, die in Laden geht und sagt, komm her hier, ich hab Visa. Weißt du, wie oft ich diesen Visa-Kartenspruch schon gehört habe? Das ist echt, ja. Scheiße, Mann. Na, dann muss ich was anderes nehmen. Dann sag ich einfach, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Und dann, Giovanni, wir haben ja immer so ein Running Gag in jedem Bericht. Ich glaube, du bist nah dran. Hier ist mein Bizeps. Hier ist mein Bizeps, Baby. Das ist YouTube-Style. YouTube, Facebook. Hamdula, mir geht es gut. Yeah. Häng doch mal noch ab mit meinen Jungs aus Zelto, Junge. Man kommt sich schon cool vor, wenn man so durch die Welt läuft mit 2,6 Meter, ne? Ja, man sieht vor allem alles und man wird auch immer gleich gesehen. Großen Wiedererkennungswert. Vokal Matador ist auch am Start. Hey. Hi. Der Karate-Andi ist ein bisschen lädiert, habe ich gerade gehört. Ja, meine Achillesferse ist angeschwollen. Aber warum, kannst du ihn auch fragen? Warum schwillt denn einfach eine Achillesferse an? Ich glaube, weil ich so viel laufe einfach oder so. Ich weiß es auch nicht. Ich frage meinen Arzt morgen mal. Ist morgen Sonntag? Nein. Nee, morgen ist Samstag, aber ist auch blöd. Muss ins Krankenhaus. Ja. Oh, nee, auf gar keinen Fall. Ein echter Mann sitzt sowas aus. Aber wie dick ist die Achillesferse jetzt? Also fast doppelt so dick. Dann würde ich aber tatsächlich morgen mal auf die Rettungsstelle gehen. Nein. Sieht man damit überhaupt was, wenn man auf die Bühne guckt? Ja, weil die Bühne sehr gut beleuchtet ist. Das kann man nicht meckern. Bist du eigentlich gerade... Oh, aber apropos beleuchtet, ne? Unser Licht ist heute einfach... Na. Unser Licht ärgert uns heute ein bisschen. Na. Ja, gibt es ansonsten von dir noch irgendwas Neues zu vermelden zum Schluss? Wir lassen uns davon nicht irritieren, reden einfach weiter. Arbeitest du jetzt direkt straight weiter an neuen Dingen? Ich glaube, du bist ja jetzt auch auf Tour bald unterstützend unterwegs und... Genau, ich bin bei Trailer Park mit als Support. Und ich habe auch schon angefangen, neue Tracks zu machen sogar. Ich habe voll viel geschrieben, aber es sind auch schon ein paar neue Tracks da, die auf jeden Fall albumtauglich sind. Und ich bin ja auch ein Mensch, der gerne Alben macht und ich bin eigentlich schon im Kopf mitten in der neuen Albumproduktion, ja, voll. So viel kann ich schon sagen, ja. Kein Stillstand, der Fuß wird weiter dich von links nach rechts tragen. Ja, ich kann ja auch Tracks machen, wenn ich im Rollstuhl sitze. Ich glaube, was ausmacht, ist, dass er ein sehr guter Lyricist ist und dass er Sachen sehr gut verpacken kann, eine gewisse Härte hat, aber gleichzeitig auch einen menschlichen Standpunkt dabei rüberbringt und dass er einfach unfassbar musikalisch ist. Also die Sachen, die er produziert und wie er rappt, ist unfassbar geil. Also ich bin schon immer Fan. Wer dich ja tatsächlich auch angerufen hat, ohne dich eigentlich wirklich zu kennen oder zumindest dich fragen lassen hat, war Mach. Du warst im Snippet zu sehen. Er hat uns von einem Interview erzählt, dass ihr euch eigentlich gar nicht kennt. Ja, das lief alles über Basti und Vortex und das war witzig. Und Basti meinte auch, wie, du kennst ihn gar nicht im Nachhinein. Aber ja, hat mich voll gefreut, so, dass ich da mitwirken durfte und Vortex Bratwurst vom Teller kratzen durfte. Was hast du denn selber für einen Eindruck gehabt von Mach? Also jetzt in der Vergangenheit, war das für dich ein Rapper, der irgendwie prägend ist für Berlin? Ist es jemand, den du auch selbst gefeiert hast? Ja, voll Bassbox halt, Legende, ne? So, muss man nicht viel zu sagen, so, der wird jedem Begriff sein. Und genauso mir, der hat er gerade gespielt, diesen Show with the Way to the Next Whiskey Bar Track, der ist so ein Monster. Und hat auch gerade über die Anlage geballert und auch Live-Maschinen. Ich habe ihn gerade heute zum ersten Mal live gesehen. Überkrass, also ich war positiv, sogar mit Kleidungswechsel. Erst Anzug und dann den Jogginganzug, fand ich super, voll. Da trifft man hier Gesichter, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Ich glaube, das letzte Mal beim One Love Festival 2010 vor der Kamera Dana. Hi. Hi. Ich weiß nicht, ob du damit noch so assoziiert werden möchtest, aber man kannte dich ja damals so als die Dana von Trailer Park. Ja, das ist richtig, ja. Das bist du heute aber nicht mehr. Ja, ich habe halt lange in dem Bereich nichts mehr gemacht. Also, ja, bei Facebook heißt sie noch so, aber irgendwie
sollte ich das vielleicht auch mal ändern. Also. Obwohl du ja, glaube ich, trotzdem auf dem letzten Crack Street Boys Sampler immer noch ein bisschen auch gesungen hast. Also du bist da nicht komplett raus. Ja, also wir haben, ich weiß gar nicht, wann wir das alles aufgenommen haben. Das war alles so im 2010er bis 2012er Bereich und das haben wir jetzt einfach nochmal, wahrscheinlich nochmal draufgepackt. Ja, mehr weiß ich da auch gar nicht drüber. Ich bin voll raus, ehrlich gesagt. Also für das nächste Crack Street Boys Album bist du dann auch nicht mehr dabei? Nee, bin ich nicht mehr. Weil du Rap den Rücken gekehrt hast oder was ist da los? Ja, ich habe mich halt krass aufs Studium konzentriert. Ich habe Bachelor, Master, Ref, alles fertig gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Bin jetzt hier seit 2 Monaten Lehrerin in Berlin und kümmere mich jetzt um die Kindererziehung. Ich höre auch nur KZ und Haftbefehl im Unterricht. Das ist krass, ja. Setz dich doch jetzt endlich wieder hin. Ich wollte ja auch gar nicht, sonst ne, geht's dir schlecht. Mein Knie, es tut so weh. Vielleicht findest du ja jemand, der den massiert so ein bisschen oder so. Du! Hey, Physiotherapeut. Komm doch mal her, wir haben hier Probleme. Du kannst das mal kurz fühlen. Das sieht man aber sogar schon durch die Socke, ne? Es ist, ich würde jetzt sagen ja, aber es ist aber auf der anderen Seite. Es ist hier hinten da, ne? Ja, genau. Tut das weh? Nee. Und wenn ich das nach unten mache? Warte mal, guck mal hier kurz, wenn ich das nach unten mache? Nee. Tut auch nicht. Und nach oben? Das zieht. Aber nur ganz oben, oder? Ja, also wenn du ganz, ganz hoch ziehst, dann ziehst. Und nach rechts? Ah, ja, das... Und nach links? Das geht. Siehst du, da ist der... Also wenn dann maximal eine Zerrung, dann chillst du jetzt eine Woche und dann ist es gut. Oder vielleicht auch 2 Wochen. Aber man sagt eh immer, Zerrung ist schlimmer als ein Bruch, deswegen 2 Wochen, dann ist wieder gut. Also Voltaren und alles easy, ja? Sauge. Danke dir, Alter. Lass dich drücken. Ja, so einfach geht das. Schon Männerüberschuss heute, ne? Ja, richtig. Ja, das haben wir uns auch gesagt, oder? Ja. Deswegen, ja. War das euer erstes Machtkonzert? War das überraschend für euch? Ja, das ist unser erstes Machtkonzert. Unser erstes Mal. Und gleich wird noch der Geburtstag gefeiert. Ja. Können wir ein Bild machen zusammen? Sieht ein bisschen aus wie Steiger. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nee. Du bist jetzt der Entdecker von Sido. Herzlichen Glückwunsch. Kannst du mich noch daran erinnern, als du mit den 12 und 7 über Splash gelaufen bist? Ja. Da war doch so ein Vibe, der so einen richtig kurzen Rock anhat. Ja. Und die war aus meiner Stadt. Wahnsinn. Haben wir so gefeiert, als wir das Video gesehen haben. Euch verbindet die Liebe zum Mach, oder? Ja, One Mach. One Mach. Seit wann ist das so? Ja, wir lieben uns eigentlich schon ewig. Wir lieben uns, bevor wir uns kannten, haben wir uns schon geliebt und jetzt haben wir uns endlich gefunden. Aber eure Liebe zum Mach, ist die auch schon immer da? Ja. Also bei mir schon viel länger. Absoluter Lieblingsrapper. Er ist der Beste. Was macht ihn denn zum absoluten Lieblingsrapper? Weil er Ahnung hat. Er weiß, von was er spricht. Und das kommt in seinen Texten so gut rüber. Ich liebe ihn. Warum hat Mach das denn generell verdient, dass ihr euch alle eine Karte gekauft habt und heute hergekommen seid? Wir feiern den Typ total. Der hat es total verdient. Und wir sind extra aus Thüringen hergekommen. Stimmt, man hört es ein bisschen. Ganz, okay, ganz Junge. Junge, geil! Genau! Ah, Bombe! Genau! Yeah! Isami! What's up? Hast du dir wehgetan an der Nase? Ein wenig. Aber nicht heute, oder? Doch, gerade eben. Warum? Beim Pogen. Habe ich einen Ellbogen im Gesicht gehabt. Hattest du gerade überall Blut im Gesicht, oder ging's? Ein wenig. Zum Glück schwarz angezogen, kein Thema. So, aber es hat sich trotzdem gelohnt, auch wenn du jetzt verletzt nach Hause musst. Ja, nee, wer muss denn hier nach Hause? Wir haben ja heute mit allen geredet. Wir können ja die Vorgruppe nicht einfach ignorieren. Ist lieb von dir. Hallo 16 Bars. Mein Name ist Furious. Wir sind Egoland und wir freuen uns, dass ihr auch da seid. 1000 Leute, ausverkaufter Postbahnhof, Rock'n'Roll, bester Abend des Universums. Irgendwie schaffe ich es aber nie, euch komplett zu dritt zu kriegen, warte, ne? Warte, ey, Jungs, kommt mal ganz kurz. Ey, für Vis-a-vis, der einzige Moment heute Abend, dass wir uns mal die Zeit nehmen, zu dritt am gleichen Meter zu stehen, ist natürlich für Vis-a-vis. Ich habe keine Ahnung, worum es gerade geht. Es geht überhaupt nichts an. Letztes Mal haben wir dich ein bisschen vermisst, jetzt sind wir mal komplett alle. Geil, yeah. Wie war es denn heute und wie war es generell auf der Tour mit Mark? Absolut wunderbar. Also vielen Dank an Berlin, die ganze Tour hat Spaß gemacht, aber es ist natürlich immer schön nach Hause zu kommen. Und Berlin war auf jeden Fall der krönende Abschluss. Und wirklich, Mach One und Mo sind wirklich richtig korrekte Menschen. Wir sind richtig froh, die kennengelernt zu haben. Es war richtig geil auf Tour auf jeden Fall. Habt ihr noch, weil ihr so versierte Fans seid, so eine Zeile von Mach gerade im Kopf, die ihr noch so mit in die weite Welt hinausschießen könnt?
ist nicht ein Wunder, dass mein Kopf noch geht. Aha, okay, die eine oder andere Schraube fehlt. Aber ist es nicht ein Wunder, dass mein Kopf noch ganz ist und ich auf dem Niveau einer Topfpflanze. Yay, vielen Dank. Perfekt. Viel Spaß euch noch. Tschüss. Gerade von der Bühne gesprungen ins Publikum. Ich habe es mir sagen lassen. Du hast es nicht gesehen. Aber ich musste mit den Menschen reden. Es hat wieder alles funktioniert, es war toll. Mo war sehr groß heute und es hat Spaß gemacht, es war toll. Ich muss auch sagen, dass es sehr spaßig war, hier rumzulaufen. Also hier sind sehr viele verrückte, sympathische, wahnsinnige Menschen unterwegs. Ich wollte gerade sagen, und was sagst du jetzt selbst über die Mach One-Fans? Was würdest du jetzt sagen? So? Also vorhin, als du sie beschrieben hast, hast du sie, finde ich, ein bisschen vernünftiger und erwachsener beschrieben, als sie mir heute entgegengekommen sind. Aber ich glaube, sie waren auch alle so, sie hatten halt Bock, einfach mit dir und dich zu feiern. Deswegen waren viele vielleicht sehr alkoholisiert, aber... Ja, weiß ich auch nicht, wie die das immer schaffen. Es war trotzdem Spaß. Ich habe zum Beispiel auch Leute getroffen, die hatten Tattoos quasi im Gesicht. Ja, wir waren doch total witzig und haben in der Premium Fanbox Edition haben wir so aufklebelt, weißt schon so. Klebetattoos, genau, so eine Dinge haben wir gemacht. Und die haben die sich super davor. Der eine davon, bei dem warst du auch zu Hause bei so einem Wohnzimmerkonzert. Ja, super gut. Ja, ich guck mir das gleich an. Ich gehe ja gleich raus zum Merch, das wird auch nochmal geil. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall, dass alles so gut gelaufen ist und du gehst jetzt, glaube ich, direkt. Hast du es am Ende noch gesehen? Ich fand es so schön. Ich musste zwar Mo unterbrechen bei dem letzten Track, aber dann einfach nochmal so Handylichter an. Das war so. Oh. Nochmal Weihnachten für mich heute, voll schön. Ich hätte wahrscheinlich der Tourabschluss jetzt nicht schöner sein können und die Release-Party, oder? Nee, überhaupt nicht. Und jetzt ist ja, bald habe ich Geburtstag, das kommt jetzt auch noch. Gott, habe ich mir den Tag heute schön organisiert, ey. Unfassbar. Und jetzt wirst du wahrscheinlich erstmal noch eine halbe Stunde oder Stunde irgendwie mit den Fans ein bisschen abhängen. Ja, bis die irgendwann rausgeschmissen werden. Das wird jetzt ganz schön knapp. Ich glaube, um 11 muss der Club geräumt werden. Wir haben jetzt noch 20 Minuten, ich muss eigentlich los. Du mach das. Wir gucken mal, vielleicht beobachten wir dich noch ein bisschen beim Autogramm schreiben. Und cool. Wer hier das hier gerade gesehen hat, kann natürlich auch nochmal sich das Interview angucken von uns, das Ausführliche. Und dir gehören, finde ich, die abschließenden Worte zu unserem Bericht von deiner Release-Party. An alle, die da waren und woher ihr auch alle gekommen seid, wirklich, es war ja unfassbar. Danke. Und ich kann mal wieder sagen, der beste Tag meines Lebens, schon wieder.